Es ist ja schon schlimm genug, dass die Bundesregierung zig Milliarden jedes Jahr für alle möglichen Projekte auf der ganzen Welt verschleudert, für neue sinnlose Gesetze und dass sogar die einzelnen Ministerpräsidenten dann auch noch jeweils zigtausende, wie zum Beispiel Markus Söder, 220.000 Euro allein für seinen Fotograf im letzten Jahr aufwendet. Dass jetzt aber noch die Medien dazu übergehen, mit Fake News Kampagnen hier gegen einzelne Politiker vorzugehen, die gar nichts für die Misere können und die bei den ausblutenden Kommunen versuchen, richtig was zu erreichen, das treibt das Ganze wirklich auf die Spitze. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, wir haben es ja schon in den letzten Tagen auch gesehen, in einigen Kommunen werden ja schon Immobilien umverteilt, weil nicht mehr genug Wohnraum da ist. Und wenn man sich mal so in einzelne, auch richtig so Zeitungen aus dem ländlichen Raum einliest und so einige Berichte dort verfolgt, merkt man eigentlich, dass es viele Kommunen gibt in Deutschland, die komplett unterfinanziert sind. Ja? Interessant ist jetzt vor allem diese eine Geschichte, und da habe auch ich neulich so ziemlich viele Nachrichten auf Twitter bekommen, als nämlich folgende Story hier kam von der Süddeutschen Zeitung zu hier dem Bürgermeister Hannes Loth von der AfD, der ja in Ragun-Jesnitz Bürgermeister geworden ist und Anfang September sein Amt dort angetreten hat. Und dann gab es zahlreiche Meldungen, wie zum Beispiel hier ausgehend von der Süddeutschen Zeitung. Das Ganze wurde dann übernommen, beispielsweise hier von der Westen, ne, groß mit AfD-Bürgermeister, macht im Amt plötzlich andere Politik, Wähler für dumm verkauft. Und allen voran natürlich auch der Monitor WDR, Georg Restle, hier AfD wirkt nicht. Ja, da stellen sie also seine Versprechen vor und dann die Realität und zeigen halt, dass er hier seine ganzen Wahlversprechen bricht. Und wir stellen uns jetzt mal die spannende Frage, stimmt das wirklich? Hat er wirklich seine Wahlversprechen gebrochen? Und dazu gehen wir jetzt zunächst mal kurz auf diesen Artikel in der Süddeutschen ein und müssen jetzt als erstes mal kurz festhalten, das ist ein Plusartikel, ich kann ihn euch nicht ganz zeigen, aber guck mal, nur allein vom Umfang her, ne, das kommt dir fast, schaut mal, wie lang dieser Artikel ist, ja, das kommt dir fast dem Umfang gleich von der Berichterstattung über Hubert Aiwanger damals vor der Wahl. Und jetzt muss man sich mal die Frage stellen, das ist ein Bürgermeister in irgendwie einem Ort oder einer Gemeinde mit, ich glaube, 9000 Einwohnern, der gerade 50 Tage im Amt ist, ja. Und jetzt kommt man hier mit so einer riesig fetten Recherche, ja. Da stellt man sich schon mal die Frage, wie verhältnismäßig ist das eigentlich, ja. Aber gut, jedenfalls geht es dann in diesem Bericht los und ich habe mir hier eine Sache angekreidet, nämlich, er ist jetzt nicht nur der Chef von 120 kommunalen Angestellten, sondern auch Hüter der leeren Stadtkasse. Mehr als 1 Million Euro beträgt das Minus allein in diesem Jahr in Ragun-Jesnitz. Für die folgenden sieht es noch finsterer aus. Das heißt, das ist ja schon mal, wenn der Haushalt in der Kommune nicht ausgeglichen ist, gleich werden wir noch erfahren, dass es gar keinen Haushalt gab, ja, dann ist natürlich erstmal jetzt nicht der Bürgermeister, der direkt gewählt wurde, verantwortlich dafür. Ja. Übrigens für die ganzen Entscheidungen und so sind sowieso immer auch der Stadtrat verantwortlich. Erstmal das nur nebenbei. Ja. Sondern es gibt ja auch eigentlich immer sowas wie eine Schonfrist, oder? Bei Politikern, dass wenn man die ersten 100 Tage im Amt ist, man sich erstmal einen Überblick verschafft. Aber das gilt wahrscheinlich nicht für die Süddeutsche. Die haut hier gleich den nächsten Knüller raus. Ja. Und jetzt geht's weiter, wo es konkret zum Thema Wahlversprechen geht, hier, ne? Und warum ausgerechnet er, ja, also der neue Bürgermeister, es jetzt vorschlagen wird, die Kita-Gebühren um 60% zu erhöhen, wo doch in seinem Programm die Forderung steht, dass Krippen und Kindergärten ab dem ersten Kind kostenlos sein sollen, ja? Und das andere, das wurde dann unter anderem eben halt hier von dem Westen und anderen Zeitungen aufgegriffen, ging auch überall durch die Medien, wie unter anderem dann hier beim Monitor WDR. Und da kann man dann hier auch an den Kommentaren lesen, ja, von all den ganzen Leuten, die halt
gerne immer die zwangsfinanzierten Medien konsumieren. Ne? Schön zu sehen, wie die AfD sich selbst entblößt. Sobald sie nämlich wirklich Entscheidungen treffen müssen, werden sie von der Realität eingeholt. Alles, was die AfD kann, ist grundsätzlich dagegen sein und hetzen. So, und jetzt finde ich es immer wichtig, dass man auch mal, wenn halt jemand so angegriffen fühlt, dass man eben auch mal die Gegendarstellung hier teilt. Und jetzt werden wir uns mal anschauen, ob das alles eben so stimmt, was hier die Presse behauptet hat. Hannes Loth jedenfalls sagt ganz und gar nicht. Und Hannes Loth ist aktuell so sauer, dass er sogar jetzt juristisch gegen das WDR vorgehen will, aufgrund dieser Falschbehauptung, wie er es sagt. Dazu hat er nämlich hier, schaut mal kurz rein, eine Pressekampagne gemacht, beziehungsweise eine persönliche Erklärung zur Pressekampagne und das Ganze bei Facebook geteilt. Ich habe das Ganze eben mal durchgelesen und werde euch jetzt die spannendsten Aspekte hier mal kurz darstellen. Berichte über erfolgte Erhöhungen von Gebühren und Steuern sind falsch und werden auf juristischem Weg richtiggestellt. Es hat in meiner Amtszeit keine Erhöhung irgendeiner Gebühr oder einer Steuer in Ragun-Jesnitz gegeben. Und ich habe als Bürgermeister auch nichts dergleichen durchgesetzt. Ja? Da die entsprechenden Presseorgane sich nicht vor Ort erkundigt haben, daher werde ich juristisch dagegen vorgehen. Also scheinbar hat man hier einfach irgendein Gerücht in die Welt gesetzt, ohne das irgendwie zu falsifizieren. Sehr spannend. Und jetzt wird's richtig interessant. Schon der Haushalt 2022 war von der Kommunalaufsicht beanstandet worden. Die Beanstandungen wurden nicht aufgelöst. Deshalb durften in diesem Jahr keine neuen Investitionen getätigt werden. Die Haushaltslage ist damit als dramatisch einzustufen. Es gab also, bevor Hannes Loth dort im Amt war, gar keine richtige Haushaltsaufstellung, wie es hier aussieht. Ja? Noch in diesem Jahr einen rechtskräftigen, den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Haushalt für 2004 zu beschließen. Denn nur wenn er das macht, kann er eben auch Förderungen beispielsweise beantragen. Steht hier drin, entsprechende Förderanträge sind durch meine Initiative für die Feuerwehr in Retzau fristgerecht beim Land gestellt. Ja? Bereits am 12. September, und jetzt kommt die spannendste Stelle, habe ich persönlich im Sozialausschuss Stellung bezogen und eine Erhöhung der Kita-Beiträge um 60% abgelehnt. Sie war also schon vor 6 Wochen vom Tisch. Interessant, interessant. Die Diskussion zum Haushaltsentwurf haben also gerade erst begonnen, aber wir sind damit weiter als viele andere Kommunen. Verschiedene Medien behaupten wahrheitswidrig, ich hätte als Bürgermeister Wahlversprechen gebrochen und diverse Erhöhungen durchgesetzt. Das ist blanker Unfug. Ich habe einen Anwalt beauftragt, denn verschiedene Presseberichte und insbesondere Beiträge des ARD-Politikmagazins Monitor sind skandalös falsch. Übrigens, Entscheidungen über Gebühren, Steuern und Hebesätze trifft ohnehin der Stadtrat und nicht der Bürgermeister allein, wie jeder Journalist wissen sollte. Ja? Also sehr spannend diese Gegendarstellung von Hannes Loth und ich bin gespannt, ob wir jetzt bald beim WDR dann auf Instagram lesen dürfen, dass es sich eben halt hier um eine Falschaussage gehandelt hat und man das Ganze revidieren muss. Aktuell, ja, ist der Beitrag jedenfalls noch online. Also in Zukunft vielleicht ein bisschen besser recherchieren, liebes Monitor WDR Magazin. Ja, an dieser Stelle bin ich echt gespannt, wie das weitergeht. Und ich muss jetzt aber noch mal ganz allgemein auch eine Sache sagen, weil ich meine, so ähnlich war das ja auch bei Robert Sesselmann, der ja dann in den Stadtrat gewählt wurde da in Thüringen und der dann auf seinen Dienstwagen verzichtet hat, weil er gesagt hat, da ist einfach halt kein Geld aktuell da und er fährt dann einfach halt mit dem Fahrrad. Und daraus wurde ja gleich wieder auch teilweise in der Presse so eine Art Populismus-Story gemacht. So populistisch verzichtet er jetzt hier auf seinen Dienstwagen und so weiter. Und wisst ihr was, ich habe die Schnauze so voll von diesem ständigen Populismus-Gequatsche. Also da muss ich an dieser Stelle sagen, wenn es populistisch ist, ja, auf seinen Dienstwagen zu verzichten, weil die Kommunen kein Geld haben und man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Und wenn es nicht populistisch ist, 220.000 für seinen Fotografen, für seine Instagram-Bierzeltfotos auszugeben, dann, ja, herzlich willkommen, bevorzuge ich aber sowas von zu 100% den Populismus.